Mein Freund war ein alter Seemann, der war 10 Jahre lang auf Wasser gefahren. Als wir die Bouillon getrunken hatten, meinte Heinrich, jetzt weiß ich erst, dass ich 10 Jahre lang auf Bouillon gefahren bin. Oh, ich habe noch Sauerkraut gegessen mit was. Das Sauerkraut war gar nicht sauer. Ich sage, Opa, das Sauerkraut ist gar nicht sauer. Ich sagte, das ist kein Sauerkraut, das sind Nudeln. Nein, für Nudeln waren sie sauer genug. Da haben wir Bier getrunken. Ich sage, Herr Ober, haben Sie außer Bier noch andere warme Getränke? Ach, wir haben uns sehr, haben wir wieder gegessen und getrunken und noch. Oh, da sagt mein Freund Heinrich, ich werde mal bezahlen. Nein, sage ich, ich bezahle. Wir haben es geeinigt, wir sind alle beide so raus. Ich hatte Provinzialkatar. Ich hatte auf einen nassen Lappen gesessen. Oh nein, ich war heute übermorgen, wann war das? Ich war beim Onkel Doktor, weil ich hatte immer so kalte Füße. Seht der Doktor, wegen kalte Füße geht man noch nicht zum Arzt, die habe ich auch. Ja, sag ja, Doktor, die werden aber nachts im Bett, werden die auch nicht warm. Sag ja, das habe ich auch. Ich tue meine Füße nachts bei meiner Frau ins Bett und dann werden sie gleich warm. Ich sage, Herr Doktor, wann passt es denn Ihrer Frau am Ja, was? Nein, ich meine, wir hatten ja eine Wohnung, aber da war, da war der Hauswirt so furchtbar neugierig. Der wollte immer wissen, wann ich die Miete bezahle. Und das ist ja leckersam. Wenn ich Miete bezahlen will, kann ich überall wohnen. Drei Monate lang hatte ich schon keine Miete bezahlt und Vernunft wollte der Hauswirt auch nicht annehmen. Da hätte er die Polizei geholt. Aber die hat die Miete auch nicht bezahlt. Nein, mir hat der Hauswirt leid getan. Der kam jede Woche 3-4 Mal vergebens 4 Treppen hoch zu mir wegen der Miete. Das hat mir so leid getan. Oh, da. Ich habe ihm gesagt, wissen Sie was, sobald im Parterre eine Wohnung frei ist, dann ziehe ich von oben nach unten. Der Kran, der kann einen verrückt machen. Der sitzt nicht, das ist ein Stehkragen, der kann nicht sitzen. Was? Der hat ihn jetzt gekauft, im Ausverkauf. Ich sage, Vater, was kostet ein Kragen? Sagte, 2 Stück, 50 Pfennig. Nein, ich sage, was kostet denn einer? Ja, einer kostet 30. Ich sage, gut, dann geben Sie mir den anderen. Dann ich meine Schuhe zum Schuster gebracht, hat sich der genau beguckt. Er meint, da brauche nur neue Sohlen, neue Absätze und ringsrum neues Oberleder. Die Schniersenkel sind noch gut. Nee, das ist was, der andere gefällt mir auch nicht. Was? Wie? Das ist nachlässige Eleganz. Und den hatte ich gekauft, da ging das Licht aus. Ja, man kann ja nicht nach Maß klauen.